Bitte. Hallo. Hallo. Wir sind alle gut drauf. Nee, mir ist aufgefallen, in den letzten Videos habe ich immer sehr so desinteressiert sah ich aus, fand ich. Ist das so? Das wollte ich jetzt, dem wollte ich entgegenwirken. Außerdem sehe ich dann besser in der Legria, wo das losgeht und ich kann das besser timen. Ah, okay. Ach, ich habe noch gar keinen Sound von dir. Da hat wohl jemand was nicht umgesteckt. Und ich habe dem extra gefragt, diesen Halunken. Ich habe hier auch Sound. Ja, okay, dann ist da hinten ein Wackler wahrscheinlich wieder. Sepp, könntest du mal wackeln? Wackel doch mal, Sepp. Ah, guck mal, da kommt was. Oh, oh! Jetzt haben wir auch den Trackmania-Sound. Das kann ich doch aber bestimmt separat. So, liebe Leute, willkommen im Techno-Haus. Heute legt auf DJ Anne. Aber er nimmt ihn jetzt trotzdem auf. Okay, gut. Hallo. Ja. Wie immer technisch vorbereitet sind wir. Natürlich. Denn wir sind Profis. So, ich lade dich mal ein. Ja. Anne hat Quantum Break vor sich liegen. Magst du noch mal sagen, was du eben gesagt hast? Dass ich den Hauptcharakter irgendwie unattraktiv finde. Weil der so komisch... Also hier hinten geht's noch irgendwie. Ja. Aber hier vorne hat er so ein alki verquollenes Gesicht. Ja. Oder als hätte er sehr viel... Wie heißt nochmal diese Hautcreme, die so ganz nicht so gut ist? Nivea? Nee, das ist ein Wirkstoff, nicht die Marke. Die müssen ganz oft Leute nehmen, die... Ach, Cortison? Genau. Ja. Das ja auch, wenn das nicht richtig gedingstet ist, oder? Mhm. Dann wirkt das ja auch immer sehr viel. Die Mechana. So eine schöne. Dass man hier in sowas mal reinkommt. Ja, ich wundere mich auch. Aber wieso gibt es hier keinen Questgeber? Doch. Da kommt nur eine Quest gleich. Oh, jetzt hat man alle. Das war so nicht geplant. Ja, das war früher mal schlimm. Oh, das ist hier ganz schön laut im Raum. Ja, ich pegel schon. Da pegelt er. So. Jetzt geht hier das doch mal los. Ich habe Anne heute Morgen erzählt, dass ich gestern Ditsche geguckt habe. Und Ditsche ist witzig. Und ja, also jetzt nicht der Überknaller, man kann es aber gut gucken. Anne meinte dann, ja, das guckt mein Papa auch immer. Ja. Da muss ich erstmal mit deinem Papa zusammen gucken. Dann kann ich auch vorschlagen, er guckt auch sehr gerne Neues aus Büttenwader. Vielleicht ist das ja dann auch was für dich. Das klingt nicht so, als wenn es was für mich wäre, wenn ich ehrlich bin. Also es ist irgendwie so eine kleine Dorflichkeit und da wird dann auch so geschnackt, was da so los ist. Ach so, nee, das nicht. Ich gucke jetzt ja, weil witzig. Ich glaube, das ist auch witzig. Ah, okay. Naja. Das läuft auch von einem, diesen öffentlich-rechtlichen, diesen schlimmen Sender. Ja. Gestern habe ich eine Schlagzeile gelesen. Die GEZ-Rebellin ist aus dem Knast. Ich war im Knast? Nee, aber irgendjemand anders. Ich habe auch nur die Schlagzeile gelesen. Ich hatte dann kein Interesse, das irgendwie weiterzulesen. Da hat wohl jemand sich so lange gesträubt, bis er dann in den Knast musste. Ich finde, das ist auch so veraltet. Ja, naja. Aber ich denke mal, das ist eine Frage der Zeit, bis da dann auch mal sich das ändern muss und wird. Na, die Veralterungsdebatte haben sie dann ja aufgelöst, indem sie jetzt auch für Internet GEZ genehmen. Ja, aber im Internet habe ich doch... Okay, natürlich hat ARD und ZDF da auch eine Seite, aber... Die haben eine Mediathek. Ja, aber... Das war ihr Argument halt, ne? Also. Ja, aber ich finde, dann könnte ich halt sagen, okay, dann mache ich so eine Art wie bei Prepaid beim Handy. Hm. Wenn ich es dann gucke, dann zahle ich auch gerne für die. Ja, aber das ist leider nicht so. Das hätte ich auch gerne eigentlich für WoW. So ein Prepaid. Du lädst einmal ein Guthaben auf und die Stunden, die du dann auch wirklich spielst, die zahlen runter. Nee, bei WoW ist schon okay. Die 13 Euro hat man ja mal. Ja, klar, aber es gibt halt so... Wenn man dann sich schon überlegt, oh, mache ich es jetzt gerade an, die Woche komme ich vielleicht eh nicht so viel zum Spielen. Ja. Aber es war halt mehr in der Schulzeit, wenn du dann das Gefühl hast, dass Prüfungen kamen. Oh, teuflische. Jetzt ist relativ egal, aber... Ja. Okay, morgen und übermorgen kommst du eh nicht zu spielen, dann machst du den Account jetzt auch noch nicht wieder an. Da wurde dann auf das Mühe
hinaus guckt, ob sich das auch lohnt. Ach, das ist der mit den Bomben, okay. Aber wir machen erst den linken. Noch eine teuflische Waffe. Na gut, ich mach Gier. Verzieht euch, solange ihr noch könnt. Verzieht euch. Okay. Ich sehe heute ganz fürchterlich aus. Ich weiß nicht, was ich habe. Meine Augen sind irgendwie ein bisschen entzündet. Ich möchte. Hast du vielleicht auch sonst sowas wie, jetzt kommen ja die ersten Pollen und so wieder? Eine Allergie? Nee, eigentlich nicht, dass ich wüsste. Also was ändert sich ja auch, glaube ich, alle 7 Jahre oder so im Körper. Ach so. Vielleicht dachte sich dieses Jahr denn dein Körper, Mensch, jetzt mal so eine Allergie. Jetzt mal allergisch. Ja. Ist der Kolben denn besser als meiner? Ich habe ja Levelwaffen. Aber trotzdem. Der meiner geht ja nur bis 60. Ey, der ist besser als meiner. Nice. Bedarf. Oh, ihr sterbt ja alle. Schade. Warum denn? Hä, warum sterbt ihr? Weil ihr weitermacht schon? Ja. Nee. Ja, wo steht ihr denn? Wir stehen hier direkt vor dir. Ach, die sind in den Bomben stehen geblieben. Ja, ich musste leider gerade looten da. Das tut mir leid. So, warte, ich heb den mal auf eben. Wo habe ich denn hier Resurrect? Jetzt helft mir doch mal. Hebt den doch mal auch auf. Ich find's doch nicht. Der Magier macht hier schon weiter. Ja, dann kann ich auch nicht. Ich bin ganz klein. Ja, ich weiß. Das stört mich aber nicht. So, wartet mal, sonst kann ich den nicht retzen, den Spacko. Mir musst du das nicht sagen. Nee, ich weiß. Warum sieht der Mage so aus wie ich? Und er kämpft schon wieder weiter. Ja, lass ihn mal jetzt sterben, bitte. Kein Bock auf Gestresse. Hä? Ist das irgendwie ein Fehler? Nee, es kann auch so ein Strahlgedöns sein oder so. Ich habe ja heute Morgen wieder eine Debatte auf Facebook ausgelöst, eine kleine. Mit der Emo-Musik? Ja. Wurde mir gleich erklärt, dass es ja nicht Emo ist, sondern Post irgendwas. Post-Hardcore. Ja, braucht aber doch keiner. Aber ich finde nicht, dass die das sind. Ja, aber selbst wenn, ist mir doch egal. So, wenn sie Schlager also machen. Ich hätte auch Asking Alexandria zu Emo getan. Halt nicht so im klassischen Sinne, wie es Alkaline Trio zum Beispiel. Ja. Aber hätte ich schon. Ja, die sind auch Emo, 100 Pro. Also, die Leute sehen das halt als Beleidigung, aber es ist halt auch nur eine Musikrichtung, ne? Ja, ich meine ganz ehrlich, also wer 90% in seinen Liedern rumheult und das ist dann ja wohl, naja. Mir ist das ja egal, soll die Jugend mal machen, ne? Es gibt ja auch noch Screamo und ja, Emo-Chor. Das finde ich, diese ganzen 10-fachen Unterklassifizierungen finde ich eh am besten. Wo ich mir auch denke, okay, Langeweile, denken wir uns Genres aus. Weil hier haben wir die Gitarre nämlich nur in Moll gespielt. Ich prophezeie euch einen schmerzhaften Tod. Na, das haben schon so viele gesagt. Ja. Mein guter Freund. Da versuch doch mal dein Glück. Mein Kaffee ist ein bisschen kalt. Naja. Tu ihn in die Mikrowelle. Nee. Der Sepp ist der Profi. Ja, ich weiß. So, kann man jetzt unten dahin gehen? Ja.
glaube, ich muss gleich niesen. Das macht nichts. Wie du dich konzentrierst. Schön. Hier musst du drin looten, ne? Hast du? Hast du? Ja, als Erste. Weil ich cool bin. Ja. Ja, selbstverständlich, weil du cool bist. So. Nein! Dreckschweine. Hä? Ja, krieg ich gar keine Folgequest? Nee, anscheinend nicht. Die haben es aber auch immer eilig hier, du. Wo ist mein Erde? Boah, die alte hier, die war auf Hero früher auch richtig ätzend. Mhm. Ich kann ihn nicht dispeln. Keine Ahnung, was da los ist. Dispeln. Der Dispel klingt im Englischen so witzig. Es gibt ja viele Worte, die im Englischen cooler klingen, aber Dispel klingt albern. Ach, von diesem ganzen O-Ton-Gebrabbel halte ich auch nichts. Dieses, ich spiele aber auf Englisch zehnmal besser. Ja, kann sein. Nerv mich nicht damit. Ich habe nicht danach gefragt. Hä, warum kann ich jetzt nicht donnerknallen? Das verstehe ich manchmal nicht. Ich habe richtig viel Wut. Warst du gesilenced oder so? Nicht bewusst. Sagen Sie mal, ich habe mich gerade bewusst selbst gesilenced. Das heißt Dracaris. Ach ja. Auf Wiedersehen, gute Frau. Na, das ist doch was für dich. Ach nee, du hast Level. Na, noch ist meins anderes besser. Stimmt. Ich komme die Stufe nicht hoch. Chillt doch mal, Leute. Echt, wie unentspannt dieser Kackwurst-Mage ist. Und er klaut immer von uns anderen das Aussehen. Ach ja, jetzt sieht er aus wie ich. Nein, ich glaube, er hat nur die Furchtrobe an. Wo ist eigentlich meine... Ah, hier. Nee. Jetzt gehe ich auch schon einfach weiter. So. Wieso habe ich hier ein Feuerzeug in der Tasche? Von deinem heimlichen Rauchen am Wochenende. Ach so, stimmt. Stimmt. Haben hier nicht noch einen Trupp? Ach, da sind sie. Ja, am Freitag ist mir meine E-Zigarette runtergefallen. Ich bin unter die Dusche gesprungen, weil ich dachte, für Let's Dance darf ich nicht so streng riechen. Und dann habe ich das Ding irgendwie aus meiner Tasche genommen und auch übers Waschbecken gestellt. Und als ich rauskam, habe ich den Kollegen mit dem Duschvorhang runtergeworfen und der Tank ist explodiert im Bad. Gefühlt. Er ist geplatzt. Ja. Ist halt Glas. Ja. Dann habe ich schnell. Aber dafür roch es sehr gut danach in deinem Bad. Ja, stimmt. Das war nicht schon sehr angenehm. Und dann bin ich, habe ich zuerst zu Anne gesagt, so, ja, den rauche ich jetzt nicht mehr. Nie. Ja, dann höre ich jetzt einfach auf mit dem Rauchen. 5 Minuten später, ich gehe mal runter zur Tanke. Willst du vielleicht ein Eis? Und ja. Ich habe das erst voll nicht gereilt. So, hä, was will er denn jetzt bei der Tanke? Ja, aber ich habe mir ja auch ein Bierchen geholt. Und beim Reinkommen hat man es dann gerochen. Ja, es tut mir leid. Die Schande vor allem. Und das schlechte Gewissen. Oh ja, ich hatte richtig... Und ich habe auch echt gestunken. Ich habe mir danach direkt die Hände gewaschen und dann... Habe ich an dem Abend, ich hatte dich dann ja zur U-Bahn gebracht und bin nach Hause und habe noch vor der Tür eine geraucht. Und dann bin ich reingekommen und dann hat Paula auch richtig komisch, also meine Katze auch richtig komisch an mir rumgerochen. Und ich hatte mir irgendwie, als ich dann nachts bin, ich dann auch nochmal runtergegangen und habe mir extra eine alte, schäbige Jacke angezogen. Naja, und dann am nächsten Morgen bin ich ja gleich los und habe mir eine neue gekauft. Huh.
Hui. Ausweichen nehme ich, oder? Ja. Auf jeden Fall. Eine Schusswaffe. Okay. War das schon die ganze Inni? Ja, das war die ganze Inni. Quest haben wir auch abgegeben, dann können wir raus. Band der Heilung. Tausche ich doch aus. Noch ein neuer Ring. Der ist ja auch noch viel besser. Ja, und dann nehmen wir noch. Was? Haben wir neu angemeldet? Nee. Nee, die Gruppe hat, wollte mit dir. Die wollten dir mir klauen. Dir mich. Mir klauen? Mhm. Dann melden wir jetzt neu an. Mhm. Jetzt so im Nachhinein, mit etwas Abstand. Guckst du denn diesen Freitag wieder Let's Dance? Nee, ja, alleine vielleicht nicht. Nee, ich glaube nicht. Das ist aber schade. Aber vor allen Dingen, nee, dann, also mit dir war das ja witzig, weil man halt so darüber labern konnte. Und vor allen Dingen war... Ich laber nicht, nehme das voll ernst. Ja, aber du hast halt auch so gesagt, so dieses ganze, diese Filmchen zwischendurch und so, das könnten sie halt auch alles lassen, so. Wo ich mir dann denke, okay, dann ist es doch nicht so schlimm, dass Anna das guckt, weil sie halt das Tanzen sehen will. Und nicht, also es waren teilweise schon echt verachtende Sachen bei. Also wie Icke da bloßgestellt wurde, das tut einem schon so ein bisschen leid, finde ich. Er müsste es ja nicht machen, bla bla. Aber naja, und aber alleine, nee. Ich glaube nicht, Anna. Oh, warte mal, ich habe was Neues. Eine neue Pose oder wie? Nee, warte. Ich glaube, das geht auch nur zu zweit, warte. Weil als ich neulich alleine drauf saß, hatte ich so ein Forever Alone Gesicht. Hier setz ich mal rauf. Hui! Schrumpfen wir gerade? Das kann sein, aber wir wippen. Ist das nicht schön? Super. Und neulich habe ich das mit meinem Parler gemacht und dann saß er halt so drauf und ich so, und jetzt? Kannst du dich bitte wieder raufsetzen? Wie sieht das denn jetzt aus? Danke. Ich freue mich dann auch immer so. Guck mal, wie ich die Augen aufreiße, wenn ich mich kindliche freue. Freunde. Mit Wippe geschaukelt und geschrumpft. Oh nein, ich habe irgendwas getreten. Warum geht denn hier jetzt nichts auf? Ach, zwei DDs, was ist denn da los? Ist immer das Gleiche. Diese DDs. Die sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ich setze mich mal im Schneidersitz hin. Setz dich mal im Schneidersitz hin. Guck mal, vor allen Dingen greifen wir beide ins Leere. Nee, bei mir sieht es gerade, also bei mir berührst du mit den Knöcheln halt das zum Festmachen immerhin. Und ich halte wirklich so ganz weit. Also hier sind die ungefähr und hier halte ich fest. Du machst zumindest so auch voll Karate-Move, oder? Ja. Ja. Ja, ja. Ich habe Lust auf Chicken Wings. Chicken Wings? Ja. Es reißt nicht ab. Es reißt nicht ab. Ja, wir können ja nachher welche bestellen. Die sind auch von den Kalorien her garantiert weniger als mein blöder Brokkoli-Auflauf. Das kann ich nicht versprechen. Doch, ich denke schon. Wenn du vorher das Fett, die Fettmarinade für mich ablutschen würdest. Ich kau die Haut ab. Ja. Ist eh das Beste eigentlich. Mhm. Ja, richtig bei so einem Grillhähnchen, wenn die so schön, oh, so lecker. Ich würde mir auch so einen Haufen Haut einfach bestellen. So ein Haufen so, Haut. Wenn die richtig so chipsig und du kriegst die im Ganzen so, oh Gott, ist das so lecker. Hast du zufällig Sanft und Sorgfältig gehört? Nein. Da hat Olli Schulz nämlich diese Woche erzählt, dass es irgendwo in Hamburg einen Imbiss gibt. Wo du nur die Haut essen kannst. Nee, da gibt es halt belegte Brötchen und manchmal hat der belegte Brötchen nur halt nur die Hähnchenhaut. Das klingt gottesgleich. Belegte Brötchen mit Hähnchenhaut. Das ist doch schön. Olli Schulz ist Hamburger? Ach ja. Schau mal, alle schlauen Leute kommen aus Hamburg. Naja, der Böhmermann kommt aus...
kommt der dann noch? Irgendwo bei Bremen, ne? Ja. Ja, da wohnen auch schlaue Leute in Bremen. Das kann man ja jetzt nicht anders sagen. Ach ja, da sitzen wir nun auf unserer Schaukel. Ja. Und versuchen, das Gleichgewicht dieser Erde herzustellen. Und das die doofe nicht? Frau geht einfach durch uns. Ja. Oh, zerbrochen. Hm. Ich bin immer noch klein, guck mal. Ich bin so groß wie dein... Wo ist denn mein lustiger Plüschelefant? Plüschelek. Der macht auch schöne Geräusche. Kann ich Sepp nochmal mit beeindrucken. Mhm. Fotobombe! Hey! So süß, den hätte ich gerne. Gibt's den als Kuscheltier? Oder kann jemand nähen? Kann jemand nähen? Wir hätten gerne ein quietschendes. Ein Plüsch-Elek. Ne, quietschen muss er nicht mal. Aber er muss dann auch so große Nähte halt haben. Und so ein Knopfauge. Ja. Was hast du denn getan? Ich hole hier alles gerade raus, was am Start ist. Oh, lass es lieber. Bisschen Bongo Bongo. Das kann ich gar nicht. Ich kann mich da drin verstecken. Was haben wir noch? Hier hübsche Trenno-Perle, Sitzkissen. Alles am Start. Hier Krach, Brumm, Flitzer wollen wir nicht. Krach, Brumm, Flitzer. Machen wir noch ein Warnschild. So. Ein leeren Totem. Ist das bei dir nicht lila? Das ist ja verrückt. Bei mir ist jetzt alles lila. Wie ist alles lila? Durch das Totem. Guck mal nach oben. Nee, bei dir ist alles normal. Ja, ist halt dein Totem, ne? Ja, aber es geht. Ich habe das auch schon gesehen, dass das bei anderen war. Angelstuhl. Ich baue mein Wohnzimmer hier auf, wenn es dich nicht stört. Bitte. Noch einen zweiten. Wir haben doch die Zeit. Ja. Was geht denn hier so ab? So. Und hier ist ein Herr Gnom. Der ist da oben. Das ist ja irgendwie... Selfie-Kamera ist kacke. Hm? Nee, ich rede von... Die Selfie-Kamera ist kacke, sage ich. Warum? Weil ich die nicht aufbauen kann. Oh. Es geht los, ne? Endlich. Wenn die beiden DDs, auf die wir jetzt ewig gewartet haben, auch noch annehmen. Ja, das wäre sehr nett. Ihr beiden DDs. Ich finde, wir könnten jetzt trotzdem ins Schuch rein. So ein DD, auf den ist doch gepupst. Ja, finde ich auch. Wie lange bleibt man so? Boah, guck, wie groß ich bin. Wie lange bleibst du so? 15 Minuten. Okay. Sieht schon ein bisschen epischer aus als so ein Zwerg, ne? Ja, schon. Oh, ich kann machen, dass ich stinke. Was ändert sich denn dazu sonst? Schnauze. Oh, wie langsam ich gehe. Wie schnell cast ich denn? Wuff, wuff. Aber jetzt hat der Kack die Idee nicht angenommen? Ja. Ist das sein scheiß Ernst? Ach, Anne. Heute vor allem jetzt sind wir wieder mit nur einem DD. Ich dachte, jetzt sind wir wenigstens mit zwei DDs in der Schlange. Heute ist ja schon Mittwoch, ne? Ja. Na, siehst du. Heute ist Jochen mal nicht da. Heute ist Jochen. Dann ist das hier so ruhig. Dann ist das hier so ruhig. Und entspannt. Entspannt. Ich finde, wenn er da ist, ist das auch entspannt. Ich glaube, er war gestern ein bisschen böse, dass keiner seine Franzbrötchen gegessen hat. Ich habe ihm aber erklärt, dass ich ja kein Zimt mag und dann ist so ein Franzbrötchen halt irgendwie doof. Ja. Ich habe ihm, oh, ich bin schwarz-weiß, Farbe ist aus. Ja, dann. Farbe weggezaubert. Wir warten mal auf eine Instanz. Wir machen mal die nächste Folge. War jetzt nicht so spannend. Das ist, Oh, Cliffhanger. Ja. Wir sehen uns gleich. Welche Instanz wird es sein, liebe Freunde? Jetzt drück schnell einmal alles aus und an.